K1 TV. Eine Sendeanstalt der Universität Stuttgart, Fakultät 1, Architektur und Stadtplanung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Stefan Trübi. Ich leite das Institut für Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen der Uni Stuttgart. Und ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur mittlerweile zweiten Ausgabe unserer Sendung Stuttgarter Schule. Meine heutigen Gesprächspartnerinnen Markus Ahlmann, Hanna Dahi, Christine Hannemann, Klaus-Jan Philipp, Alexander Schwarz, die ich auch gleich vorstellen werde. Und mir geht es heute um den Begriff der Stuttgarter Schule selbst und insbesondere natürlich auch die Geschichte, die Gegenwart und die mögliche Zukunft dieser Schule. Denn spätestens seit der Weimarer Republik ist die Stuttgarter Schule ein feststehender Begriff in der Architekturwelt. Während in den 1920er Jahren die Stuttgarter Schule mit Professoren wie Paul Bonatz oder Paul Schmidhenner als Synonym für eine eher konservative Architektursprache und auch als eine Antipodin zum Bauhaus galt, stellt sich die Situation nach 1945 durchaus anders dar. Stuttgart wurde dann mit Lehrern wie Rolf Gutbrod und Frei Otto zu einem Hort architektonischen Experimentierens. Nicht nur, aber auch. In den 1970er Jahren traten durch Professoren wie Jürgen Mötike und Horst Rittel neue theoretische Ansätze aus dem Bereich der Planungs- und Partizipationstheorie hinzu. In den 1980er und 1990er Jahren, den Studienjahren übrigens vieler heute an der Fakultät tätigen Lehrenden, stand die Fakultät stark im Zeichen einer Konkurrenz eher konstruktiv ausgerichteter und eher künstlerisch ausgerichteter Architekturansätze. Darüber hinaus wurden soziologische Ansätze in die Architekturlehre integriert. Ja, wo steht die Fakultät heute? Wie gestaltet sich der Umgang mit ihrer Geschichte? Und vor allem, wo will diese Fakultät hin? Mit mir diskutieren zum einen Markus Ahlmann, seit 2006 Professor an der Uni Stuttgart und Direktor des Instituts für Raumkonzepte und Grundlagen des Designs. Er ist, ich darf das heute in diesem Zusammenhang erwähnen, Nachfolger in umgekehrter chronologischer Ordnung von Boris Potrecka, Hans Kammerer und Rolf Gutbrod. Ich darf ebenfalls herzlich begrüßen Hanna Dahi, seit 2016 Juniorprofessorin und Leiterin der BioMat genannten Abteilung Biomaterialien und Stoffkreisläufe in der Architektur am Institut für Tragkonstruktionen und konstruktives Entwerfen. Ich darf ebenfalls herzlich begrüßen Christine Hannemann, seit 2011 Professorin für das Fachgebiet Architektur und Wohnsoziologie am Institut Wohnen und Entwerfen der Fakultät Architektur und Stadtplanung. Sie ist, ich darf das heute erwähnen, Nachfolgerin von Tilman Harlander, ein Name, der eventuell noch in der Diskussion auch fallen wird. Ich darf ebenfalls herzlich begrüßen Klaus-Jan Philipp, seit 2008 Professor und Leiter des Instituts für Architekturgeschichte. Er ist Nachfolger in umgekehrter chronologischer Reihenfolge einer sehr langen Namensliste. Ich beschränke mich auf die Namen seit den 60er und 70er Jahren, als da wären Dieter Kempel, Antonio Hernandez und Harald Hansohn. Schließlich darf ich ebenfalls sehr herzlich begrüßen Alexander Schwarz. Er ist seit 2015 Professor und Leiter des IÖB, also des Instituts für öffentliche Bauten. Und er ist Nachfolger in umgekehrter chronologischer Ordnung von Arno Lederer, Carlo Tischkowitz-Kowalski, Gabriel Epstein und Horst Linde. Peter Schürmann, den wir ebenfalls heute gerne mit an Bord gehabt hätten, musste leider kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Ein Wort noch zum Start, zum Bühnenbild unseres Setups. Es wurde gestaltet von Leo Herrmann. Die Expertinnen und Experten erkennen sicherlich problemlos Anleihen bei berühmten Triumphbögen, aber vielleicht auch berüchtigten Autobahnviadukten von Paul Bonatz. Wir werden heute nicht umhin kommen, über die Trilogie von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu sprechen, natürlich der Stuttgarter Schule zu sprechen. Beginnen wir mit der Gegenwart. Ich möchte mit einer Frage an uns alle, an euch alle beginnen, vielleicht zuerst an dich, Klaus-Jan Philipp. Sind wir denn überhaupt eine Schule und wenn ja, wie viele? Ja, danke, Stefan, dass ich da anfangen soll. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig. Sind wir eine Schule? Weil wir damit in die große Problematik kommen, was überhaupt eine Schule ist. Da geht es immer um Gemeinschaft letztlich auch, aber auch um Abgrenzung von anderen Schulen, die dann auch entsprechend zu definieren werden.
Ich müsste jetzt eigentlich in die Geschichte schon gehen, um zu sagen, es hat ja einen Grund, dass wir überhaupt von Stuttgarter Schule sprechen. Das tun andere Fakultäten in Deutschland und international nicht in dem Sinne, so wie wir das tun. Aber es liegt daran, dass der Begriff Stuttgarter Schule tatsächlich zum ersten Mal 1923 von Paul Schmidhenner so genannt worden ist in einem Aufsatz und schon, glaube ich, als Abgrenzung gegenüber dem Bauhaus, das 1918 gegründet war. Also 1918 hat sich auch die Stuttgarter Schule als solche begonnen zu begründen. Und dann ist es ein Begriff wahrscheinlich schon ganz gezielt gewählt, um sich abzusetzen gegenüber anderen Architekturschulen, mit deren Programm und Architektur man hier in Stuttgart vielleicht nicht so zufrieden gewesen ist oder die Erwartungen, oder andere Erwartungen jedenfalls an Architektur gestellt worden, als das hier der Fall war. Deshalb schwierig zu sprechen. Wir werden das im Verlauf des Abends wahrscheinlich noch mehrfach ansprechen, weil es gibt auch Kollegen in der Vergangenheit, die dann von der zweiten und dritten Stuttgarter Schule gesprochen wurden. Und ich weiß nicht, in welcher wir uns heute dann befinden würden. Das wird uns begleiten, das Thema, ab wann und wie viele Schulen gibt es. Ich würde erst mal sagen, es gibt nur eine Stuttgarter Schule, das ist die Architekturausbildung an der Universität Stuttgart, an der Fakultät 1 Architektur und Stadtplanung. Und das würde ich jetzt mal als Statement hier setzen. Ja, dieselbe Frage würde ich gerne an die anderen ebenfalls stellen, vielleicht an dich, Christine. Wie nimmst du vielleicht auch als Soziologin den Schulbegriff und auch die Stuttgarter Schule, in der wir uns vielleicht gerade ebenfalls auch befinden, war. Bitte das Mikrofon anschalten. Danke. Mikro. Ja, zunächst mal vielen Dank für diese kontroverse Einstiegsfrage, weil damit können wir, glaube ich, eine sehr ausführliche Diskussion führen. Soziologisch gesehen, Stuttgarter Schule bezieht sich ja auf eine bestimmte Stilrichtung. So habe ich es zumindest verstanden als Soziologin, die ja eben keine Architektin ist. Und insofern würde ich sagen, nein, aktuell ist Stuttgart, die Fakultät ist keine also Stilrichtung Schule. Gerade wenn ich mir meine hochgeschätzten Kolleginnen und Kollegen anschaue, die Vielfalt könnte nicht größer sein. Aber das ist natürlich vielleicht auch ein Vorteil. Aber wir sind auf jeden Fall eine Schule, das ist soziologisch auch, also so organisationssoziologisch, institutionssoziologisch, weil es gibt bestimmte Strukturen, Vorgaben, Richtlinien, Regeln, irgendwelche Gremien und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge Strukturen, die das Handeln bestimmen. Aber das betrifft ja jede Fakultät. Und ich habe mich natürlich jetzt auch gerade schon gefragt, als Klaus-Jan Philipp sein Eingangsstatement hier uns erläutert hat, was ist mit der Fakultät 2, wenn es um Frei Otto geht und anderen Figuren. Und ich meine, dann ist die Diskussion wieder virulent, was ist eigentlich Architektur und wenn ja, wie viele, ne, um das auch nochmal aufzunehmen. Also ich meine, im Sinne einer Stilrichtung sind wir keine Schule und das ist vielleicht auch gar nicht so nachteilig. Wie nehmen die beiden sehr erfolgreichen Entwurfsprofessoren Markus Ahlmann und Alexander Schwarz diese Frage und auch diese Situation wahr? Sind wir denn eurer Ansicht nach eine Schule und wenn ja, wie viele? Markus, vielleicht du zuerst. Ja, doch einige, denke ich. Und es ist auch gut so. Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit, wo wir doch sehr starke Diversifizierungen haben von verschiedenen Methoden, wie man entwerfen, lehren kann. Und wo wir auch sehr viel Kenntnis haben, auch von anderen Fakultäten, wie man entwirft. Und im Zuge der Globalisierung ja auch einen großen Überblick haben über Entwurfsstile, über Vorgehensweisen in anderen Ländern. Ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass wir hier eine relativ große Breite und Diversität haben in unserer Universität und in unserer Fakultät. Und ich denke, das bildet eigentlich auch das zeitgenössische Geschehen in der Architektur ab. Insofern glaube ich, es gibt eine relativ große Breite. Es gibt aber vielleicht doch ein paar Punkte, die man identifizieren könnte, die durchaus auch, wenn man das zurückblickt, immer wieder Bestand hatten und immer wieder eine Thematik sind und die man vielleicht so en gros auch als Stuttgarter Schule bezeichnen könnte.
Das ist sicherlich die Frage, wenn du gerade auf meine Vorgänger angesprochen hast, Gutbrot, Kamera, Portrecker, das sind ja ganz unterschiedliche Charaktere. Also Gutbrot sicherlich ein Architekt, der erstmal enorm viel gebaut hat. Das ist auch ein Charakteristikum, dass diese Personen früher enorm viel gebaut haben. Das Werk ist enorm umfangreich, aber auch immer eine gewisse Symbiose mit der Ingenieurstechnik und der Architektur gesucht hat. Man denke nur an den Expo-Pavillon mit Frei Otto und auch später das in Mekka noch dieses Konferenzzentrum, was Gutbrot mit Frei Otto gebaut hat. Da gibt es schon eine Tradition, wo Ingenieur, also der Konstrukteur und der Architekt sich miteinander verbinden. Und ich denke auch, Kamera ist eine sehr ingenieursorientierte und durchaus auch konstruktiv, sagen wir mal, intendierte Architektur. Meine Begriffe etwas bodenständiger wie die von Gutbrot. Und bei Portrecker ging es dann eigentlich in eine andere Richtung, der dann doch sehr das Künstlerische, ich würde sagen, das ist sehr Hollandesk und sehr Scarpa-esk, auch diese Anleihen, die Portrecker hier in die Fakultät eingeführt und wieder das Künstlerische und die Autonomie der Architektur als eine künstlerische Disziplin betont hat. Trotz allem gibt es, glaube ich, schon relativ viele Verweise in die Vergangenheit hinein und Dinge, die wir auch heute noch weiterhin betreiben und für die wir auch bekannt sind. Ich denke nur an das Exzellenzcluster, wo ja auch eine Symbiose aus verschiedenen technologischen Fächern und wissenschaftlichen Fächern mit der Architektur gesucht wird. Also von daher, es gibt sicherlich eine Fortführung, aber doch auch ein gewisses Maß an Autonomie in Breite inzwischen. Alexander, wie hältst du es mit dem Schulbegriff und wie nimmst du unsere aktuelle Fakultät wahr? Also erstmal ist es natürlich ein schöner Begriff, Stuttgarter Schule, und man wäre es vielleicht gern, aber wenn man dann genauer hinschaut, trifft es zumindest im engeren Sinne wahrscheinlich nicht zu. Und das ist ja schon auch, Markus Allmann hat es ja schon herausgeschält, eine hervorragende Qualität unserer Fakultät, eben diese Vielfalt, die es sowohl also zeitgleich zueinander gibt in den verschiedenen Positionen, die vertreten werden durch die einzelnen Lehrenden, die vielleicht für sich immer eine Denkart oder eine Denkart repräsentieren, die eine so etwas wie eine Schule darstellen könnten. Und aber nicht nur zeitgleich ist es so, sondern eben auch, wenn man so eine Genealogie eines Lehrstuhls anschaut. Also bei mir Horst Linde und Schiskowitz-Kowalski sind einfach sehr gegensätzliche Positionen. Und da sieht man schon, dass es jetzt nicht, zumindest keine stringente Linie gäbe, die unmittelbar aufeinander aufbaut oder sowas. Insofern würde ich sagen, eigentlich ist unsere Universität keine Architekturschule im engeren Sinn. Und gleichzeitig muss man aber ja schon sagen, dass es, wenn man das jetzt so international betrachtet, ganz eindeutig Merkmale gibt der Ausbildung von hier. Erstmal kann man ja meistens die Studierenden, die wir hier ausbilden, sehr gut gebrauchen in den Architekturbüros international. Das ist auffällig. Also das heißt, es gibt schon eine Ausrichtung, die eben schon auch damit zu tun hat, dass es diese starke Ingenieursbaukunst gibt in Stuttgart und die vielleicht auch fast noch mal mehr so dieses, vielleicht am Ende fast noch noch mehr aufeinander aufbauen. Also da gibt es, glaube ich, vielleicht noch eine größere Stringenz in den Themen, an denen man forscht und auch weitermacht, als es bei den Architekten der Fall ist. Da ist eben die Vielfalt. Okay, vielen Dank. Ich würde gerne dieselbe oder zumindest eine ähnliche Frage auch an dich, Hanna, stellen. In einem Vorgespräch hast du ja eben auch die Rolle der Materialien als Design-Tools erwähnt, die insbesondere jetzt eben auch in deiner Lehre und in deiner Forschung eine große Rolle spielen. Wie nimmst du uns wahr und wie hältst du es mit dem Schulbegriff?
Ja, vielen Dank, Stefan, für die Frage und für die Einladung. Ja, eigentlich, wie vorgesprochen, hat der Name Frei Otto viel mit der Stuttgarter Schule ja eine große Bedeutung zu tun. Und das hat mit Materialien und alternative Materialiennutzung, aber auch Leichtbau, Gitterschalenstrukturen und so weiter eine große Bedeutung. Und in die Richtung habe ich auch bewegt und hat das natürlich eine große Einfluss, wie ich danach meine Forschung und Lehre geübt habe. Und das geht genau in die Richtung, wie vorgesprochen, diese andere Methodik, wie man an Formen geht und wie man anderes entwerfen kann oder eine andere Stil vor Entwerfen bringen kann. Und das ist durch die Nutzung von lokal und andere Materialien und Ressourcen. Und wie man dann an den Form kommen kann durch ein experimentelles Verfahren. Wie weit kann man ein Material biegen oder die Eigenschaften ändern, um eine gewisse Tragfähigkeit zu erreichen oder eine andere Form zu gewinnen. Und dadurch war eigentlich dieser Weg, wie kommen wir an Formen durch solche experimentelle Verfahren und das, was ich an meiner Abteilung Biomat mache. Vielleicht kannst du an dieser Stelle auch nochmal kurz uns schildern. Ich fand diese Geschichte doch sehr beeindruckend. Du studiertest ja in Kairo auch eine Zeit lang, bevor du nach Stuttgart dann gezogen bist und hast da eben auch schon von Stuttgart gehört. Vielleicht kannst du ganz kurz schildern, was du in Kairo wahrgenommen hast. Viel, ich habe viel gehört. Also ich habe Ingenieurwesen studiert, also Architektur und Ingenieurwesen ist dort an der Ein-Schams-Universität quasi gemischt. Und da habe ich dann in der Architekturbereich spezialisiert. Und dort haben wir dann viele Richtungen beim Entwerfen studiert, Lokalarchitektur, veronisch, historisch, also viel auch islamisch, aber auch international. Und das ging in mehrere Richtungen, aber hauptsächlich eigentlich drei Richtungen, die amerikanische Architektur, die Construction und deutsche Architektur heißt für uns dann Stuttgart, also Frei Otto und Weimar, also Bauhaus und japanische Architektur, also Tadao Ando und also mehrere Kollegen. Also wieder in der Richtung Leichtbau und Frei Otto. Also was es für uns bedeutet, also die Nutzung von, wie gesagt, die alternative Materialitäten, aber auch diese Mischung zwischen Konstruktion und Entwerfen, also so in einem in eine Linie, wie man dann in der Entwerfenphase kommt, durch diese Mischung von einer Art zirkuläre Entwerfen und nicht nur in eine Richtung Form als nur Geometrie oder Gestaltung, sondern auch diese beide Mischung, also die Konstruktionsmethodik, also mit zu integrieren und durch dieses Verständnis hat man eigentlich große Erfahrung, wie man dann Ingenieurwesen oder Bauingenieurwesen zusammen mit der Architektur in einer Phase von Anfang an zusammen kombinieren kann. Vielen Dank. Ich darf an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz kurz an den Begriff Vielfalt erinnern, der ja bereits auch schon viel, auch bei dir, Alexander, viel die Vielfalt der Stuttgarter Schule. Es gab auch mal so eine Übersicht zur Geschichte unserer Fakultät, wo eben der Begriff der Vielfalt auch im Untertitel bereits auftauchte. Ich darf an der Stelle vielleicht ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, dass Alexander Schwarz und ich, wir studierten, also wir kennen uns im Grunde schon seit den Studienjahren. Alexander ist ein Jahr über mir und wir haben doch gewisse gemeinsame Erfahrungen gemacht. Und ich wollte dich, Alexander, jetzt fragen, wie du das wahrgenommen hast. Also unser Studium in den 90er Jahren schien mir doch sehr stark natürlich von diesem Begriff der Vielfalt der Stuttgarter Schule geprägt. Aber es war dann doch auch eine durchaus konfliktträchtige Vielfalt. Ich habe als Student es als durchaus interessant wahrgenommen. Einerseits Charaktere wie Peter C. von Zeitlein und Kurt Ackermann kennenzulernen. Auf der anderen Seite eben auch Boris Potrecka, der aus einem ganz anderen Horizont aufspannte. Und die Frage, die ich dir zunächst, Alexander, und vielleicht auch uns allen stellen will, ist, haben Studierende nicht auch ein Recht auf prägnante Alternativen und laufen Fakultäten wie die unseren, die ja auch
immer auf einem, die durch akademische Selbstverwaltung letztendlich organisiert sind und damit auch konsensorientiert sind, vielleicht immer ein bisschen Gefahr, die Differenzen nicht stark genug auch herauszukehren. Wie ist da deine Wahrnehmung, Alexander? Wie ist unsere Wahrnehmung? Ich würde dir da zustimmen. Also die Vielfalt hat, glaube ich, eine lange Geschichte an der Universität. Aber wie sie gelebt wurde, ist ein bisschen anders. Ich denke, heute ist es klar, ist es, glaube ich, allen klar, dass das ein Wert ist, mit dem man positiv umgehen muss. Ich würde denken, als wir studiert haben, waren die Positionen tatsächlich konfrontativer, würde ich denken. Es ist auch geprägt durch vielleicht Lehrerpersönlichkeiten, die man heute so nicht mehr findet, die aber natürlich schon auch entscheidend waren für das Studium. Also gerade bei Peter C. von Seidlein, wo ja ganz viele dann Vordiplom gemacht haben, da hat man schon was mitgenommen und das war schon eine Schule. Also Peter C. von Seidlein hat sich, glaube ich, auch sehr als Schule verstanden, mit einer gewissen Autorität. Und dann eben so Gegenpositionen oder andere Positionen, man kann gar nicht sagen, ob es eine Gegenposition ist, dazu ist sie viel zu flamboyant, Boris Podrecka. Ich muss heute noch viel denken an Kritiken, die Boris Podrecka gegeben hat. Auch eine Pointiertheit und auch sprachliche Wucht hatten, die ja so vielleicht heute gar nicht mehr vorkommt. Und ich würde dir unbedingt recht geben, es ist ein hohes Gut, oder die Studierenden, finde ich, haben ein Recht auf Dissens, würde ich sogar sagen. Man braucht allerdings man muss durch eine gewisse Schule gegangen sein, um damit umgehen zu können, denke ich. Also man braucht, glaube ich, auch in gewisser Hinsicht als Studierender eine systematische Vorbereitung auf eine Position. Das ist schon wichtig. Deswegen ist es, glaube ich, die Vielfalt ist schon gut. Es ist aber schon auch gut, dass man eine Position so mal eine Zeit lang so mitdenken oder verfolgen kann, um seine eigene Position zu finden. Also man verändert sich ja auch während des Studiums, aber auch nicht dauernd. Man prüft ja auch Standpunkte und muss die eine Zeit lang weiterverfolgen. Und das sollte schon auch möglich sein. Christine, ich glaube, du meldest dich, richtig? Ja. Ja, ich würde gerne wissen, woher die Einschätzung kommt, konsensorientierte Fakultät. Also ich sehe das gar nicht so. Ich sehe, dass sich bestimmte Interessen durchsetzen. Ich sehe natürlich, dass wir Entscheidungen haben, wo jetzt nicht immer kontrovers diskutiert wird. Aber ich meine doch, hinter den Kulissen findet sehr viel Auseinandersetzung wahr. Oder ist das nur meine Perspektive? Du hast es gesagt, Stefan, wie kommst du darauf, dass wir konsensorientiert sind? Also Demokratie hat natürlich dieses Ziel, ist klar. Ja, das ist aber so jetzt in der Fakultät ist mir das bisher nicht so aufgefallen, im Gegenteil. Ja. Also ich nehm die Fakultät als eine Gruppe von Menschen war, die einen sehr guten Umgang miteinander pflegen, den das ich, ist aber, ich erfreulicherweise aber das hat mit Konsens nichts zu tun. Ja, erfreulicherweise. Und ich sehe da einen Unterschied zu meinen Erfahrungen als Studierende in den frühen 1990er Jahren. Und ich sehe da auch einen Unterschied zu meinen Erfahrungen später in meinem Studium in London an der AA, die einer Hochschule, die natürlich ganz anders organisiert ist. Insofern als dort in diesem angelsächsischen Raum eher auch der Fall ist, Hire- und Fire-Direktoren gibt, die bewusst Kampfhähne aufeinander prallen lassen, um Studierende
in eine Identitätskrise zu bringen, die als produktiv wahrgenommen wird. Also gleichzeitig Leon Krier und Bernard Tschumi an einer Fakultät zu haben, das war eben in den 80er und 80er Jahren an der EE möglich. Und eine solche stark aneinander konturierte Position gibt es sicherlich auch, vielleicht auch in unserer Fakultät, aber sie treten jetzt nicht so in die Öffentlichkeit. Meine Vermutung ist, ich bin da selbst nicht ganz sicher, das hat vielleicht mit der akademischen Selbstverwaltung zu tun. Nein, also ich würde dir da sowas von widersprechen. Okay. Ich weiß, die anderen wollen auch was dazu sagen, aber ich weiß und ich kann gerne mal das auch mit einer kleinen Umfrage manifestieren. Wir haben ja über 1000 Studierende an der Fakultät. Also die Professuren, die Institute werden schon als ziemlich kontrovers wahrgenommen. Mhm. Und die Studierenden, und da sind wir wieder bei der Vielfalt, ja, Herr Philipp, man sieht zumindest die grünen Augen, ganz wunderbar. Also genau, dass das sehr unterschiedlich gesehen wird und dass sich Studierenden auch ganz bewusst für verschiedene Richtungen entscheiden. Und das ist ja wohl auch mit der Vielfalt gemeint. Ja. Wie sehen das die Anna? Wie siehst du das, Markus? Ja, ich glaube, was wir vielleicht unterscheiden müssen, ob die Vielfalt, die unterschiedlichen Positionen zu unversöhnlichen Kontroversen führen. Das tun sie nicht. Und ich finde, das ist auch ein Gebot der Stunde, dass ich nicht dogmatisch eine Position behaupten kann und mich versuche, über Abgrenzung, also über eine entschiedene Abgrenzung und Respektlosigkeit sozusagen von einer anderen Position zu trennen. Das gab es, glaube ich, in den früheren Jahren schärfer und stärker. Jetzt könnte man sagen, dass vielleicht wir heute mehr bereit sind zu moderieren und irgendwie, man könnte jetzt gemein auch sagen, es wäre opportuner heute. Ich glaube es aber nicht, sondern ich würde jetzt mal ganz stolz sagen, dass wir vielleicht eine zukünftige Generation sind, die vielleicht nicht in der eigentümlichen Aneignung einer unumstößlichen Position ihr Heil sucht, sondern eher in der Reflexion, der Abwägung, ihre Zukunft sieht. Und ich glaube, das ist ja auch ein Unterschied von der Moderne zu der Nachmoderne. Das, was wir vielleicht so Gegenwartsdeuter heute sagen würden, das ist eine reflexive Moderne, in der wir uns befinden, nachdem wir ja vielleicht auch sagen können, wir sind schon wieder in der reflexiven Postmoderne, wenn man die Architektur anguckt. Also da ist ja im Grunde genommen diese Reflexion, das finde ich schon ein wichtiger Begriff, der eigentlich verhindert, dass man diese eindeutigen Abgrenzungen hat. Aber die Positionen sind schon sehr unterschiedlich. Das nehme ich schon auf, weil wie die Christine. Und ich glaube, dass diese Positionen aber einfach, wir neigen natürlich, eins kann man vielleicht sagen, wir versuchen diese Position schön auch in unseren Königreichen, der Königreichen, der Institute ein bisschen zu verschließen und so offene Diskussionen, die vielleicht das dann ein bisschen schärfer zutage treten ließen, welche Positionen wir unterschiedlich haben. Da haben wir noch nicht so richtig die Formate im Moment. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, ohne dass die Kontroversen zu persönlichen Abgrenzungen führen, aber dass diese Kontroversen geführt werden müssen, glaube ich, könnte man stärker wieder zukünftig in der Fakultät verankern. Klaus, also kann ich mal kurz rein? Ja, bitte, ja. Mhm. Weil ich ja auch, ich habe ja, kenne die Fakultät ja auch schon seit den 90er Jahren, also als Alexander Schwarz und Stefan Trübi hier studierten. Ich glaube, Stefan war bei mir mal im zweiten Semester im Projekt dabei. Richtig. Hanna Schwarz hat die Baugeschichtsprüfung bei mir gemacht. Damals. Diese Provinz, ja, das läuft ja nicht. Aber es kommt immer wirklich darauf an, was für einen Vergleich man zieht. Und in den 90er Jahren war die Fakultät wirklich gespalten. Das war schon gespalten in den Baukorinstituten zwischen von Seidlein und Sulzer, da gab es schon zwei Gruppen, die nicht miteinander sprachen, würde ich mal übertrieben sagen. Und dann gab es noch die großen Konflikte im Entwurfsbereich, auch zwischen den Konstruktivisten sozusagen und den eher künstlerischen Architekten. Und das, was eben gesagt wurde mit Vielfalt, das war tatsächlich damals Mitte der 90er Jahre so ein Kompromiss, den von Seidlein gebracht hat, als wir irgendwie so ein Heftchen über die Stuttgarter Schule oder über die Fakultät machen sollten und brauchten ein Motto dafür. Und dann kam dieses Motto Vielfalt als Konzept. Das war die Kompromissformel, die man damals gefunden hat, weil wir irgendwie nicht zu einem Begriff kamen, wie man denn die ganze Schule unter einem anderen Begriff fassen könnte. Und ich glaube, da sind wir bis heute nicht raus. Aber diese Schärfe ist aus der Diskussion tatsächlich rausgenommen. Wir sind heute viel eher kompromissbereit, gehen näher aufeinander zu. Und ich glaube auch wenn es zwischen den Instituten vielleicht Richtungen gibt, aber ich habe eher das Gefühl, dass es sehr
harmonisch, vielleicht manchmal sogar zu harmonisch zugeht, dass wir tatsächlich auch mal extremere Positionen aufeinander knallen lassen könnten, um mehr Diskussion in die Fakultät zu bringen. Auf inhaltlicher Ebene, nicht auf personeller oder sonstiger Ebene, aber auf inhaltlicher Ebene könnte es durchaus zur Anregung der, ja, wo stehen wir heute? Ja, und Markus, wenn du eben so einen Begriff wie reflexive Moderne anwendest, das ist ja ein Begriff, der auch schon wieder vor 20 Jahren aufgebracht worden ist. Ne? Vor 20 Jahren, das ist eine ganze Generation. Sind wir denn seitdem nicht einen Schritt weiter? Ja, es fehlt offensichtlich so eine Diskussion, die uns auch mit der heutigen, mit der aktuellen Architektur vielleicht auch ein bisschen härter auseinandersetzen lässt, dass, anstatt wir, dass wir das alles an uns vorüberziehen lassen. Ich weiß nicht, ich habe auch keine Lösung dafür oder keine Idee, wie man das forcieren könnte. Aber das Einzige, was ich momentan sehe, ist vielleicht eher zwischen den immer noch künstlerischen Architekten mit großen Konzepten und den eher ökologisch ressourcensparend und recycelfähig eingestellten Architekten, die dann vielleicht bestimmte Sachen, die im Gestalterischen möglich wären, nicht mehr zulassen oder wo sie dann keine Rolle mehr spielen. Aber dass wir dann den Schulbegriff, das wäre jetzt nochmal eine ganz andere Frage, dann, ob man dann noch von Schule sprechen kann. Christine? Ja, die Frage ist auch, wollen wir von Stuttgarter Schule sprechen? Das war ja auch im Vorgespräch ein Diskussionsthema. Brauchen wir so ein Brand, brauchen wir so ein Label, dass wir wiedererkennbar sind als Stuttgarter Schule? Ich muss dazu auch noch eine Ergänzung machen. Also nicht nur zu der Frage, wir haben, glaube ich, bisher auch unser Gebäude vergessen, da zu thematisieren. Weil das finde ich, also das ist für mich eigentlich auch, das habe ich vorhin vergessen, noch mit einzubringen, ganz wichtig, wenn es um unsere Fakultät geht, also warum wir auch mehr als irgendwie als ein Kollektivsubjekt wahrgenommen werden, dass wir dieses wunderbare Gebäude haben. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Voraussetzung, darüber zu diskutieren. Nicht nur wollen wir eine Schule, sondern wir haben auch so gute räumliche Voraussetzungen dafür. Aber wie gesagt, als Stilrichtung, also was sollte dann die Stuttgarter Schule umfassen in diesem Gebäude? Weil einen wichtigen Aspekt erfüllen wir da schon, Place Making. Also wir haben unseren Platz gemacht, aber inhaltlich, stilistisch, künstlerisch, konstruktiv, kann ich das nicht sehen. Die Frage an Hanna, magst du das kommentieren? Wie nimmst du Vielfalt wahr und siehst du Konflikte oder Konsense am Werk, die irgendwie zu erwähnen wären in diesem Zusammenhang? Also ich finde kein Konflikte. Also ich finde, dass da gibt's dann, also ich finde, das ist eigentlich sehr gesund, also vielfältig zu haben. Und wenn wir dann über Lehre reden und über unsere Studenten, in welche Richtung sollten sie gehen oder welche Richtung sollten sie wählen, sie haben viele Wege und sie können das, also sie haben schon die Möglichkeit durch, Kurse besuchen und genau unterschiedliche Richtungen zu gucken und dann für sich selbst wählen. Also gegeneinander ist es überhaupt natürlich nicht. Also wir sind zueinander komplementär und wir arbeiten schon bereits zusammen. Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Mal Studierende erwähnt. Eine der Formateigenschaften dieser Sendereihe Stuttgarter Schule war ja eigentlich, dass immer ein Vertreter und ein Student, eine Studentin, ein Studierender mit an Bord ist. Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände hat es heute leider nicht geklappt. Es wird sicherlich eine Ausnahme bleiben. Ausgerechnet, wenn es um die Stuttgarter Schule geht, sprechen wir also hier ohne Studierende. Es ist natürlich, es ist wunderbar, dass wir hier heute zusammen sind, aber es fehlt natürlich mindestens eine Person, wenn nicht zwei. Und aber das können wir jetzt natürlich nicht ändern. Ich schlage vor, dass wir an dieser Stelle vielleicht nochmal gemeinsam einen Blick stärker in die Geschichte, auch die Geschichte unserer Fakultät werfen. Wunderbarerweise ist natürlich Klaus-Heinz Philipp mit an Bord. Ich würde dich gerne vielleicht zum Einstieg fragen, wie nimmst du denn als Architekturhistoriker die Forschungslage unserer Fakultät war. Was ist gut erforscht? Wo gibt es Werke, die man vielleicht noch viel besser ausleuchten sollte?
Ja, wie denkst du als Historiker über die Stuttgarter Schule, wie sie sich dir jetzt darbietet? Ja, ohne jetzt hier eine Vorlesung zu machen. Wir haben ja mal 2012 mit dem Thema Architekturschulen am Institut für Architekturgeschichte anlässlich unseres 100. Geburtstags beschäftigt und da ein schönes Buch zu publiziert, wo es natürlich auch um die Stuttgarter Schule geht, aber um viele andere Architekturschulen auch. Und da haben wir uns viel Gedanken darüber gemacht, was ist eine Schule und was wie und wie hat sich die Entwicklung, wie stellt sich die Entwicklung in Stuttgart dar? Was vielleicht tatsächlich aufzuarbeiten ist, in der Selbstdarstellung auch unserer Fakultät, sage ich jetzt mal, und nicht Schule, ist zum Beispiel das Thema Freib Otto. So wie die Hanna Dahi das wahrnimmt, das ist ja nicht die Einzige, die das so wahrnimmt, dass Stuttgart und Freib Otto zusammengehören. Die Stuttgarter Architektur und Freib Otto. Und das stimmt halt nicht. Ne? Freib Otto war in einer anderen Fakultät. Er war, ich glaube, ist in seinem Berufungsverfahren waren Architekten überhaupt nicht beteiligt, sondern es ist eine reine Geschichte der Fakultät 2 oder der sich gründenden Fakultät 2 gewesen. Und Fritz Leonhard, der hat Freib Otto berufen. Der wollte ihn hier haben als ein Spinner, der eben ganz andere Sachen macht. Dann ist Freib Otto irgendwann mal so okkupiert worden von der Architekturfakultät. Aber auch erst, wenn ich das richtig sehe, erst in den letzten Jahren, im Prinzip erst nach seinem Tod. Ich spreche da ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber bei der Beerdigung von Freib Otto war der Dekan der Fakultät 2 zum Beispiel nicht anwesend. Ich war von der Architektur 1, Fakultät 1 war ich der einzigste Kollege, der bei dieser Beerdigung da gewesen war. Also er war tatsächlich irgendwo außen vor, obwohl es damals schon darum ging, dass er den Pritzker-Preis kriegt. Und erst dann setzt es plötzlich ein mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, dass wir Freib Otto hier in der Fakultät als unseren Freib Otto okkupiert haben. Das war vorher überhaupt nicht so. Hängt auch mit der Bahnhofsgeschichte und so weiter zusammen. Das war in den Anfangsjahren von Freib Otto in den 60er Jahren anders, weil er da eng mit Gutbrot, wurde eben schon gesagt, zusammengearbeitet hat. Und da spielt das diese fakultätsübergreifende Geschichte zwischen Fakultät 1 und 2 und auch ein ganz anderen Konzept, das man noch gefahren ist, der engeren Ausbildung von Bauingenieuren und Architekten. Das ist dann im Laufe der späten 90er Jahre ist das mehr und mehr aufgelöst worden. Kamera zum Beispiel als einer deiner Vorvorgänger, Markus, war noch zuerst bei der Fakultät 2, also bei den Bauingenieuren, und hat sehr intensiv dort Lehre gemacht. Das ist dann völlig abgekappt worden. Und der Letzte, der noch ein bisschen Lehre an der Fakultät 2 macht, ist Moro. Das ist das, was übergeblieben ist von einer ehemaligen Konzeption, Bauingenieure und Architekten zusammenzubringen. Letztlich ist das dann in Dortmund mit dem Dortmunder Modell unter Harald Deilmann, der auch mal hier Professor gewesen war und das positiv aus Stuttgart mitgenommen hat, Ingenieure und Architekten zusammen auszubilden. Der hat das in Dortmund dann mit mehr oder weniger Erfolg weitergeführt. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Christine Hannemann hat ja eben das K1 angesprochen und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenige Architekturfakultäten haben so ein Gebäude wie wir, das uns auch immer wieder zusammenbindet. Und ich habe mal in einem Aufsatz über Kurt Siegel, Vorvorgänger von Jan Knippers, Begründer der Tragwerkslehre, so wie wir sie heute kennen, über den habe ich mal einen Aufsatz geschrieben und da kommt das K1 dann zum Schluss vor als quasi das Endstück einer Entwicklung, die in der Zwischenkriegszeit unter Bonatz und Schmidhenner beginnt und dann in diesem nahezu perfekten Gebäude, was zumindest für die 60er Jahre, was Konstruktion, Materialität ausmacht, auch städtebauliche Lage, alles ja immer noch sehr bewundernswert und das was Spezielles Stuttgarterisches, das gute Detail, dass nämlich alles stimmt, dass auch die Treppenläufe stimmen und dass alles sauber ist und wirklich eine perfekte Architektur, also perfekt nicht als Qualitätsmerkmal oder stilistisches Merkmal, sondern eine Architektur, wo es einem, glaube ich, hoffe ich, dass ich da nicht Unrecht habe, wo es einem schwerfällt, sie zu verbessern oder ihr Fehler nachzuweisen außerhalb des Stilistischen. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was wir in Stuttgart nicht nur wegen des Hauses, sondern wegen dieser ganzheitlichen Ansatz, Architektur zu lehren vom Städtebau, ist ja noch gar nicht erwähnt worden, fehlt jetzt hier auch als Position. Es gibt ja nicht viele, glaube ich, nur Karlsruhe und Stuttgart, wo Städtebau und Architektur zusammengelehrt wird. Und
Und wir haben eben diese große Spannbreite, diese Skalierung vom Weiten, vom, nicht gerade, ja, vom Städtebau, Masterplansebene bis hin zum guten Detail, das wir ausbilden und das wir auch abfragen in den, von den Studierenden. Und ich glaube, das ist eine Qualität, die sich auch über alle Epochen der Fakultät mit ihren unterschiedlichsten Lehrern irgendwo fortgeschrieben hat. Vielleicht mit einem kleinen Einbruch in den 80er Jahren, als es so ein bisschen Richtung Postmoderne tendierte. Aber sonst haben wir das immer sehr gepflegt. Und ich glaube, das ist was, was uns auch irgendwo zusammenhält. Und ich glaube, was man auch extern erkennen kann. Alexander, du hast ja eben von, woran erkennen wir die Stuttgarter Studierenden, wenn sie auf den Markt kommen, draußen, international. Und das ist doch vielleicht auch dieser ganzheitliche Ansatz. Vom Städtebau bis zum Detail. Ganzheitlich handwerklich würde ich den bezeichnen. Also da spielt, glaube ich, schon diese enge Knüpfung an die Ingenieurskunst oder an die Ingenieursbauwesen ist, glaube ich, dafür entscheidend. Also da gibt es auch dann einen Mangel, glaube ich, aber vielleicht kommen wir da aus meiner Sicht, aber erstmal ist das natürlich eine Qualität, diese handwerkliche Durchdringung eines Entwurfs vom, wie du sagst, vom Städtebau bis ins Detail, das kann man schon lernen bei uns. Ja, übrigens Paul Bonatz, der das zuerst gesagt hat, wir müssen gute Leute ausbilden, die wir dann in die Bauämter des Reiches schicken können. Ich bin immer ruhig. Da könnte ich jetzt ein bisschen einen Widerspruch reinbringen, weil ich glaube, dass wir dafür nicht mehr so stehen, wie das vielleicht auch gewünscht ist. Also ich sehe unsere Schule, wenn wir sie nennen wollen, durchaus im Moment auch in einer Bandbreite, wo auch Theorie, wissenschaftliche Arbeiten, konzeptionell methodische Arbeiten, die sehr frei sind und sich komplett lösen von dem, was eigentlich so wie früher das Kerngeschäft einer Stuttgarter Schule war, die hier möglich sind und, finde ich, auch enorm bereichernd sind. Ich vermute, dass im Chat viele Studierende darauf jetzt auch verweisen, dass sie ganz andere Arbeiten machen an dieser Fakultät, wo vielleicht das Detail am Ende gar nicht die Rolle spielt. Und ich glaube, was wir auch noch ein Spezifikum haben, ist eben diese Skalierung, die du, Klaus, da hast du recht ansprichst, nämlich diese Frage mit dem Städtebau, dass wir natürlich da eine Symbiose haben, die außergewöhnlich ist. Und ich glaube, man muss auch heute Architektur von der Stadt denken. Also wenn man die Körnung anfängt, ist es einfach keine autonome Disziplin, sondern sie beginnt beim öffentlichen Raum, beim Stadtraum, sie beginnt bei sozialen Phänomenen und endet dann, sage ich mal ganz, endet ist jetzt vielleicht böse gesagt, aber sie endet am Ende in einem Gebäude. Und ich denke, der Anfang ist früher. Und das ist schon, ich finde schon, dass das im Moment hier gelebt wird. Und ich bin im Umgekehrten manchmal ein bisschen erschüttert, dann, dass dann das Detail dann gar nicht so gut ist am Schluss. Ne? Also, aber das andere Große ist dafür umso besser. Und wenn man jetzt dann in unsere Realität, unsere Praxis hineinschaut, das kennt ja der Alexander so gut wie ich auch, als praktizierender Architekt, dann ist natürlich diese Detailfrage, die wird ja im Moment, um die wird hart gerungen, wer die denn überhaupt noch machen darf. Ne? Also die Architekten hören in der Regel in der Leistungsphase 4 hören die auf und dürfen noch die Regeldetails machen. Und dann kommen die Spezialisten, die risikofreie, diengerechte Details dahin zaubern. Also insofern ist diese, ich finde schon, dass wir das sehr, auch da ist ein Wandel in den letzten 10 Jahren passiert oder 15 Jahren unserer Fakultät, der ist auch ziemlich offensichtlich. Wir haben ganz spektakuläre, finde ich, grundsätzliche Arbeiten über das, was Architektur überhaupt ist im Moment in unserer Fakultät. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Vielen Dank, Markus. Christine, ich denke, du wolltest an dieser Stelle auch was sagen, ne? Ja, dieser Änderungsaspekt, also diesen Wandel, den finde ich ganz zentral, weil ja gerade an unserer Fakultät in den letzten Jahren auch so etwas entsteht wie eine Architekturforschung. Das ist ja auch eine disziplinäre Ausrichtung, die es bisher in Architektur so nicht gab, zumindest nicht als Disziplin in irgendeiner Form, dass es institutionalisiert ist. Aber ich würde sagen, Stuttgarter Schule macht eben auch aus von der Stilrichtung vielleicht hin auch zur Forschung. Also wenn ich da die Institute durchgehe, das hängt natürlich auch mit der Wissenschaftspolitiken und so weiter zusammen. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine enorme Forschungsausweitung an der Fakultät, für die wir übrigens noch immer nicht die Strukturen haben.
Aber das ist eine der weiteren wichtigen Aspekte, die den Wandel so stark bestimmen, dass die Forschung einen ganz anderen Stellenwert hat. Und damit meine ich nicht nur das Exzellenzcluster, sondern ich meine auch so Alltagsforschung, DFG-Projekt oder für das Wissenschaftsministerium oder was mein Kollege Piero Bruno gerade für die WBSR macht und so weiter. Also das war früher an den Instituten, an den Lehrstühlen so nicht präsent. Und das hat, glaube ich, jetzt auch einen ganz anderen Zuschnitt gewonnen. Ja, vielen Dank, Christine. Ich denke, an der Stelle sollten wir auch nochmal das Thema der Vergangenheit oder der Geschichte nicht nur der Fakultät akzentuieren, was die Fakultät 1 Architektur und Stadtplanung ja nicht zuletzt auch ausmacht, ist die überhaupt nicht selbstverständliche Präsenz der Soziologie, eben auch personifiziert gerade durch dich. Und das hat ja auch historische Vorläufe. Vielleicht können wir darüber auch noch ganz kurz sprechen. Ich denke, da kommt vielleicht, wenn ich da recht informiert bin, auch die Schließung der Hochschule für Gestaltung Ulm 1968 ins Spiel. Oder liege ich da falsch? Wüsste ich nicht. Also jedenfalls, ich hab versucht, in der Vorbereitung etwas zu recherchieren, wobei es mir nicht gelingt, das ist ja auch interessant. Ich dachte auch, ach, steht alles im Internet, suchst du dir zusammen. Nein, ist nicht so. Im Gegenteil, ganz viele Lehrstellen, und ich habe jetzt hier diesen Anlass genommen, um auch mal ein bisschen stärker die Geschichte der Professur, die ich zurzeit innehabe, zu vertreten. Und insofern, ich sehe mich auch immer nicht als Nachfolgerin von Tilman Hardaner. Tilman Hardaner hat ein ganz anderes Profil entwickelt als ich. Das ist mir vorhin auch aufgefallen bei deinem Beginn. Vielleicht gibt es auch aus meiner Soziologietradition an der Fakultät. Nein, was halt kennzeichnend ist für die Uni Stuttgart, dass die Soziologie, die ja eigentlich mit immer zu den Kernbestandteilen der Universitäten in Deutschland, die mit der Industrialisierung entstanden sind, dass die auch immer die Soziologie als eine der geisteswissenschaftlichen Kerndisziplinen vertreten haben. Und das ist eben in Stuttgart natürlich nicht so, weil sie kommt aus einer technischen Hochschule. Und erst als 69, das war ja das große Jahrzehnt der Soziologie oder der Soziologen, wenn man es richtig sagt, noch nicht der Ginnen, ist da 69 eine Soziologieprofessur an der Universität Stuttgart institutionalisiert, sagen wir dazu, also mit einer finanziellen Ausstattung, mit Mitarbeiterinnenausstattung und so weiter institutionalisiert worden. Und diese Soziologie war eine Soziologie, die sich von vornherein auch die Gemeindesoziologie, also ein Vorläufer der Stadt- und Wohnforschung, mit in der Denomination hatte. Und das ist natürlich ganz interessant, weil damit fängt für mich eine Kontinuität an, dass die Soziologie an der Uni Stuttgart immer eine auf fachliche Integration ausgerichtete war. Also es ging nicht nur um die Soziologie an sich, sondern es ging immer um die Soziologie für andere disziplinäre Zusammenhänge, für Ingenieure, für Lehramtsstudierende. Und diese Tradition hat eben dazu geführt, dass die Soziologie an einem Institut für Sozialforschung dann angedockt worden ist, wobei ich konnte nichts finden zum Institut für Sozialforschung. Und Sozialforschung gehörte in die Nachkriegszeit, wir wissen ja alle, wie die Städte aussahen, welcher Wiederaufbau geleistet werden musste, wie überhaupt die heutige Wohlständigkeit erreicht worden ist. Und das hat sich dann fortgesetzt, 1980, dann kam Günter Endrowald als Nachfolger der ersten Soziologieprofessur, ja, ist ein Name, Rolf Wente. Und der ist dann hat dann die Abteilung Soziologie und Sozialplanung. Und da sind wir schon wieder bei der Stadtplanung, die ja heute eben auch sehr stark von der Sozialplanung getragen wurde. Und der hat es weiter ausgebaut und verfestigt. Das heißt, es sind verschiedene Forschungsprojekte gelaufen und ja eben auch das Lehrangebot dementsprechend ausgerichtet. Und da sehe ich auch einen ganz frühen Vorläufer des Partizipationsstudiengangs. Und erst dann, als 94 ein großer Wechsel anstand, da ist die Soziologie ausgeweitet worden. Es ist ein Institut für Sozialwissenschaften gegründet worden. Und irgendwie ist die gemeine Soziologie, die ist dann nicht mehr präsent gewesen, sondern es gab andere Ausrichtungen am Institut für Sozialwissenschaften.
Und erst 1997, also in den 90er Jahren, ist dann die Architektur- und Wohnsoziologie wieder an der Fakultät begründet worden. Und zwar, soweit ich das weiß, und da bitte ich um Korrekturen, auf Initiative der Wüstenrot-Stiftung, die dann eben angeboten haben, eine Stiftungsprofessur zu finanzieren, wenn, was ja für Architektur aus meiner Sicht grundständig ist, aber ich weiß, dass es nicht generell so gesehen wird, das ist eine der Kontroversen, die wir haben, dass Architektur ja etwas ist, was für Menschen da sein sollte, also braucht es auch eine Soziologie, die da zumindest mal einbringt, wie das mit den Menschen so ist und welche relevanten sozialen Prozesse berücksichtigt werden sollten. Und das ist, meine ich eben auch, dass ich das nicht als konsensorientiert wahrgenommen habe. Und dann, Herr Philipp, da kommen, glaube ich, Sie ins Spiel, Markus Allmann, ich weiß nicht, wer, das ist nicht nachzuvollziehen gewesen. Die Wüstenrot-Stiftung hat also für ihre Wohnprofessur, Entwurfsprofessur zur Bedingung gestellt, so ist es mir berichtet worden, so habe ich es nachgelesen, dass dazu auch eine Soziologieprofessur mit installiert werden muss. Und dann gibt es eben seit 97 das Institut Wohnen und Entwerfen. Eine Kombination, die ich inhaltlich hervorragend finde, die eben die Wohnbauprofessur mit der Wohnsoziologie verknüpft. Ob das auch in der Realität stattfindet, das hängt dann wiederum von den Personen ab. Kurze Ergänzung, also es ist alles so, es war tatsächlich in den späten 90er Jahren so, dass es die Grundidee dazu stammt von Werner Durth, der schon auch als Architekt, aber auch als Sozialwissenschaftler immer eine große Bedeutung gehabt hat und das hochgehalten hat. Und der hat meines Wissens damals die Verhandlung mit der Wüstenrot-Stiftung geführt und die Wüstenrot-Stiftung hat diese Entwurfsprofessur gegeben und die Fakultät hatte noch eine sogenannte C3-Professur, Herrn Faller, der damals pensioniert worden ist und die konnte man dann eben umwandeln in diese Soziologieprofessur. Es war aber total, wenn ich mich da richtig entsinne, ich glaube, ich war dann schon im Fakultätsrat Mitglied, war das eine sehr konsensuale Geschichte, dass wir das brauchen und dass es richtig so ist. Aber das muss man schon, und dann war die Stiftungsprofessur ist dann irgendwann nach 10 Jahren ausgelaufen und ist dann von der Fakultät übernommen worden, sodass wir die heutige Konstellation haben, eine 2 Professuren in dem Institut. Vielen Dank, Klaus, für die Aufklärung. Ich schlage vor, dass wir noch mal eine Geschichtsrunde drehen. Wir sind jetzt schon auf Frei Otto und die Rezeptionsgeschichte vielleicht auch eingegangen. Gibt es für dich, Klaus, noch größere Leerstellen auch in der Geschichte der Fakultät? Also ich kann vielleicht zum Einstieg benennen, dass es eine Schmidt-Jenner-Ausstellung, eine berühmte Schmidt-Jenner-Ausstellung in Frankfurt am Main im Jahre 2003 gab. Es gab eine Bonatz-Ausstellung in Tübingen und Frankfurt im Jahre 2011. Und es gab dann eben diese Frei-Otto-Ausstellung in Karlsruhe 2016. Siehst du andere Protagonistinnen und Protagonisten aus der Fakultätsgeschichte, die man jetzt noch besser ausleuchten sollte? Ja, wenn man sich die Geschichte gerade dieser beiden Namen, Bonatz und Schmidt-Henner, anschaut, über die hat man auch in den 90er Jahren noch nicht gesprochen. Mein damaliger Chef, Dieter Kimpel, war auch mal als Dekan oder auch da sollte ein Vortrag über Paul Schmidt-Henner an der Fakultät stattfinden. Da gab es einen riesen Protest. Man könne doch niemanden über diesen Alt-Nazi Schmidt-Henner sprechen lassen. Der Name Bonatz wurde erst gar nicht in den Mund genommen, weil man war nicht stolz auf diese Tradition. Die ominöse Stuttgarter Schule hat von Seidlein gesagt, mit Blick auf Bonatz und Schmidt-Henner. Man wollte mit dieser Zeit und diesen Architekten nichts mehr zu tun haben. Und erst in den letzten, auch wieder mal ruhig 20 Jahren, hat sich da sehr viel geändert. Noch in den frühen 2000er Jahren wurden Vorträge zu Kollegen wie Wetzel etwa, Städtebau aus den 40er Jahren, boykottiert. Oder man ist zumindest da nicht bewusst hingegangen. Es hat gesagt, nee, das höre ich mir nicht an, wenn die jetzt wiederentdeckt werden. Das hat sich inzwischen sehr geglättet. Aber ich glaube, in Stuttgart besteht immer noch so ein bisschen so. Es gibt die eher konservativ ausgerichteten Bonatz-Schmidt-Henner-Leute und es gibt die immer noch eher progressiv, Bauhaus-Leute. Dass diese Ausstellungen, die du angesprochen hast, nicht in Stuttgart gezeigt worden sind, hat durch einen Hauptgrund,
dass wir ja keine Räume haben, um solche Ausstellungen zu machen. Und dass auch offensichtlich in Stuttgart kein so großes Interesse besteht, jedenfalls kein so dringendes Interesse, dem Abhilfe zu schaffen. Inzwischen gibt es da einige Vorstöße seitens der Architektenkammer und ein bisschen auch vom Land und ein bisschen von der Stadt, dass es mal anders wird. Denn wir haben zum Beispiel 2022 wird Behnisch 100 Jahre. Und Behnisch ist immerhin ein Stuttgarter Architekt, wenn er auch nichts mit der Fakultät zu tun hat. Kamera würde auch seinen 100. Geburtstag feiern, nächstes 22. Da wird auch irgendwas geschehen. Aber wo und in welchen Räumen sowas passiert, da gibt es leider noch keine Antwort drauf. Die Fakultät kann das auch nicht leisten. Es ist immer wieder die Diskussion gewesen, ob man denn das Foyer zumindest zum Teil als Ausstellungsfläche nutzen kann. Aber das geht unter heutigen Bedingungen, wenn man Originale zeigen will, geht das einfach nicht mehr. Und von daher muss da ein weiterer Raum rein. Das wäre etwas, was man aktuell weiter betreiben müsste. Das kann auch, aber die Fakultät unterstützt da auch Vorstöße in diese Richtung. Große ja, dann ist das neue Stadtmuseum ein Ort, wo jetzt sowas stattfinden könnte? Ja, die sind auch nicht so ganz, man, die machen so ein bisschen in aktueller Szene, was ja, Architektur angeht, aber alles, was historisch ist, gefällt dem Herrn Museumsdirektor nicht so sehr. Ich, ja, so ist das halt. Mhm. Aber man muss ihn immer wieder bearbeiten und vielleicht wird es dann auch mal was. Aber richtig Defizite in Forschung, das ich glaube, man muss sich das, was ich eben mit Frei Otto sagte, ne? Manchmal wird man überholt von der Propaganda oder das, was gerade gut reinpasst und von anderen setzt man sich eher ab. Ne? Wir müssen nicht jedem Kollegen, der hier mal gelehrt hat, jetzt ein Denkmal setzen. Ich glaube, das ist auch nicht zwingend. Aber man muss vielleicht sehen, was das braucht vielleicht auch noch ein bisschen geschichtlichen Rücklauf, oder, bis man entscheiden kann und sagen kann, guck mal, das war etwas, was sehr entscheidend für die Geschichte der Fakultät gewesen ist. Und das sehe ich jetzt auch nicht zwingend, bestimmte Personen, die noch aufgearbeitet werden müssen. Das kommt so peu à peu. Ne? Wir haben zu Rolf Gutbrot ist endlich ein Werkverzeichnis erschienen, Anfang dieses, Ende letzten Jahres. Hans Kammerer wird dann folgen. Zu anderen haben wir gute Werkverzeichnisse oder die werden in der nächsten Zeit noch folgen, mit einem gewissen Abstand nach dem Tod und wer sich dann auch immer darum kümmert. Es muss ja auch immer welche geben, die da einen Sinn drin sehen und sowas fördern. Aber jetzt konkrete Forschungsdesiderate sehe ich gerade nicht so sehr. Okay, vielen Dank, Klaus. Ich schlage vor, dass wir an dieser Stelle zum dritten und letzten Teil unseres Gesprächs kommen, dem Zukunftsteil. Was unsere Fakultät eben sehr stark auch derzeit ausmacht, ist die Präsenz dieses Exzellenzclusters mit dem Titel Integriertes computerbasiertes Planen und Bauen für die Architektur. Ich denke, das hat hier sehr viel Auswirkungen auch auf die, ich formuliere es jetzt bewusst dramatisch, Zukunft der Architektur. Hanna, du bist meines Wissens auch, du bist auch Teil dieses Clusters, wenn ich richtig informiert bin. Vielleicht kannst du ganz kurz berichten, erstens von deiner Rolle und was das Ziel dieses Clusters ist. Also als Ziel dieses Clusters allgemein, das ist schon in dem Titel präsentiert, also diese computerbasierte Planen und Bauen. Also wir haben heutzutage richtig viele Programme und viele Wege, wie wir digital oder computergesteuertes Design oder Entwerfen schaffen könnten. Aber wir sehen, dass es alles beim Bauen Prozesse ist alles immer noch manuell. Und Ziel hier ist dann diese Brücke zu schaffen, also zwischen Planen und Bauen, die Prozesse, also Bauprozesse so gut wie möglich automatisieren zu können. Und das ist natürlich eine Reflexion von der Zahl von Gebäuden, die gebaut werden müsste, aufgrund natürlich der also Population. Also das ist alles, hat mit dem Geschwindigkeit des Bauens zu tun. Es gibt einen großen Bedarf und Dringlichkeit, das zu schaffen. Und auf der anderen Stelle, das ist natürlich, sobald diese Bauprozesse schneller ist, desto besser dann also den Energieverbrauch und die restlichen Ressourcen. Also das hat natürlich einen Sinn und eine Reflexion auch auf Nachhaltigkeitsprinzipien.
Und meine Rolle ist auch dabei, also hat viel mit diesen Konzepten von Materialiennutzung und der Nutzung von alternativen Ressourcen wie biobasierte Materialien, aber auch andere, wie man das in diese Konzeption bringen kann und wie man eben durch diese neue alternative Materialien auch automatisierte Prozesse dann mit integrieren, schon bei Planen, aber auch im Bauprozesse. Also es gibt schon diese Handlung, Planen, Bauen, dass die dann zusammen von Anfang an den Entwurfsprozess mit integriert werden. Und das sollte dann alles digitalisiert oder automatisiert werden. Und in diesem Zusammenhang, da gibt es eine große Zahl von Kollegen, die nicht in der Architekturbereich oder Baubereich allgemein direkt arbeiten, sondern auch viele Disziplinen, Textilien, Forschern, Flugzeugbauern, Maschinenbauer und so weiter. Und das sollte dann alles, also durch diese multidisziplinäre Arbeit, dann diese Art von Forschung für die zukünftige Architektur einen Schritt nach vorne machen. Vielen Dank, Hanna. Klaus, du bist als Architekturhistoriker auch Teil dieses Exzellenzklasses, eine hochinteressante Konstruktion, wie ich finde. Vielleicht kannst du eben auch aus deiner Perspektive als Architekturhistoriker von dem Exzellenzklasse und ja, der Frage der Zukunftsträchtigkeit von Architektur im Rahmen dieser Forschung berichten. Ich kann da erstmal nur zustimmen, was Hanna gesagt hat, denn das sind die Ziele des Clusters, ne? Und es wird sich zeigen, ob wir die, weit die erreicht werden. Man kann natürlich auch grundsätzlich über solche Fragen diskutieren. Ich sage es mal übertrieben, ne? Die Welt retten. Frau Hannemann hat eben schon mit dem Kopf so ein bisschen geschüttelt. Das wird uns natürlich nicht gelingen. Aber was soll Forschung machen? Die Forschung muss eben ein hohes Ziel haben und schauen, wie man da weiterkommt. Also meine Rolle im Cluster selbst ist schon tatsächlich die Rolle des Historikers, indem ich untersuche, seit wann haben wir Computereinsatz in der Architektur. Da kommt man schnell in die 50er, 60er Jahre, wo unheimlich viel schon gedacht worden ist und sehr viel zumindest in den Köpfen war. Und dann merkt man, dass da vieles auch wieder einfach weggeblendet worden ist, während es gleichzeitig auch quasi unterirdisch, subkutan dann doch weitergeht und dann so in den 90er, 2000er Jahren wieder nach vorne kommt. Ein ganz interessanter Prozess und dem spüren wir nach. Das ist zum Teil auch kleinteilige Forschung, die aber immer diese großen Wege auch mit im Blick hat. Mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen, weil das dann doch auch in der Kürze nicht präzise dargestellt werden kann. Ja, vielen Dank. Wir werden sicherlich auch noch eine eigene Sendung diesem ganzen Exzellenzcluster früher oder später widmen können. Aber wenn wir nochmal diesen Begriff der Zukunft uns vergegenwärtigen, Frage an Markus Allmann und Alexander Schwarz, welche Rolle spielt denn der Zukunftsbegriff in eurer Entwurfslehre? Ist Zukunft vor allem im Sinne von, ich formuliere es jetzt bewusst provokativ, im Sinne von Marktgängigkeit zu verstehen? Markus, vielleicht magst du einen Anfang machen. Ich befürchte, dass ich da anfangen machen soll. Ich wollte gerade den Alexander ins Spiel bringen zuerst, weil über die Zukunft zu reden ist natürlich relativ schwierig, da wir doch ein ziemlich unscharfes Bild davon haben im Moment. Marktgängigkeit, würde ich sagen, ist nicht unbedingt das, was wir in unserer Fakultät als Zukunft sehen sollten. Aber es gibt natürlich Themen, die ja offensichtlich uns alle umtreiben. Wenn man bedenkt, dass der Gedanke der Umwelt, wenn ich jetzt an Gutbrot-Kamera denke, ich glaube, da war die Umwelt, dass es eine verletzliche Sphäre ist, war bekannt vielleicht, aber sie war sicher nicht so vordringlich im architektonischen Schaffen, dass sie Anlass für die Entwurfshaltung gegeben hat. Das würde ich jetzt mal nicht vermuten. Es begann so in den 50er, 60er Jahren, Club of Rome, wo zum ersten Mal so Themen aufgespielt wurden. Aber diese Präsenz, die diese Themen jetzt haben, die ist natürlich auch in der Zukunft zu bewältigen. Also wie bekommen wir ressourcengerechte Gebäude hin? Wie schaffen wir es mit auch eine sozialgerechte Architektur zu machen? Weil natürlich auch da Verdichtungen und Kontroversen inzwischen und Aufspaltung in der Gesellschaft stattfinden. Wie das Geld, der Besitz verteilt ist. Alles so Fragen, die spitzen sich in den letzten Dekaden zu. Und die führen natürlich auch zu uns in die Fakultät hinein. Und wenn ich so unsere Studierende betrachte, mit welchen Themen die sich freiwillig beschäftigen möchten, dann sind es die Themen, die alle umtreiben gerade. Und das ist auch, glaube ich, natürlich komplett offensichtlich und auch notwendig. Und ich erwarte mir da eine bessere
Positionierung auch unserer Fakultät oder will ich gar nicht sagen bessere, aber eine weitere Widmung dahin. Und ich finde, es gibt schon noch die offene Frage, haben wir inzwischen eigentlich auch eine gestalterische irgendwo Antwort auf diese umweltgerechte und sozial gerechte Architektur oder greifen wir doch da auf Methoden und Formen und Prinzipien zurück, eigentlich die von früher her kommen. Und ich entdecke im Moment, zumindest ist mein Eindruck, können wir gerne kontrovers diskutieren, also Formen neue oder, sage ich mal, eine Tendenz jetzt irgendwie, die vertrauenswürdig ist, eine architektonische, entdecke ich im Moment gerade nicht. Sondern ich entdecke viel Gutes, viele gute Absichten und auch vieles Richtige. Aber wenn ich jetzt sage, Architektur ist eine enzyklopädische Disziplin, die aus Wissenschaft, Technik und künstlerischen Ambitionen zu sich zusammensetzt, da hat sich für mich noch nicht diese Sprache gebildet. Ich würde sogar sagen, es gibt so ein Neo-High-Tech oder Neo-Low-Tech, würde ich gerade sagen, ist so eine Sprache, die sich gerade ausbildet, was früher Foster, Piano, Rogers, das waren übrigens meine Epigonen damals zu meiner Zeit, wo Ackermann, Seidlein hier in Stuttgart waren, gab es nämlich schon auch Rogers, Foster und Piano, die das wesentlich zugespitzter formuliert haben, was hier Ackermann und Seidlein gemacht haben. Und dass das jetzt so ein bisschen rekultiviert wird, das Addierbare, das Trennbare, aber mit korrekten Materialien, das sind alles so Dinge, die Baukastenprinzipien, das Modulare auf einmal, wieder ein Riesenthema. Modulare war in den 90er, 2000er Jahren tot. Jetzt auf einmal alle reden vom Modularen jetzt wieder, weil es ein Heilsversprechen ist, dass wir Dinge auf- und abbauen können. Also das sind so die Themen, die, aber ich entdecke noch nicht die große Linie. Aber vielleicht gibt es ja auch nicht mehr. Also diese große Linie, wie die Moderne noch eine war, die gibt es vielleicht einfach heute nicht mehr. Alexander, wie nimmst du dass die Kategorie der Zukunft jetzt auch in deiner eigenen Entwurfslehre wahr? Ich bin ja hin und wieder Gast bei deinen Entwürfen, auch Co-Prüfer, und ich genieße das auch immer sehr. Ich könnte mir vorstellen, du kannst mir jetzt gerne den Kopf waschen, dass die Kategorie der Zukunft für dich gar nicht so zentral ist, sondern eher die Kategorie der Permanenz. Oder liege ich da komplett falsch? Das würde ja die Zukunft beinhalten. Ich bin sehr interessiert an einer reichen Gegenwart. Also ich würde erstmal Markus Allmann zustimmen, es ist sehr schwierig zu sagen, was die Zukunft ist. Und dass wir vielleicht auch in der Gegenwart gar nicht so eine Linie sehen, liegt ja auch vielleicht daran, dass wir selbst gegenwärtig sind in der Gegenwart. Und das wird sich dann ex post vielleicht auch anders darstellen. Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben. Aber ich glaube, dieses gesteigerte Interesse an einer Gegenwart, die eben beinhaltet, dass die Vergangenheit beispielsweise auch gegenwärtig ist, das interessiert mich sehr. Und insofern finde ich, und das wird ja auch zunehmend klarer, unsere Zukunft, wir können uns gar nicht leisten, unsere Zukunft nicht in dem, was es schon gibt, zu suchen. Also das, was es schon gibt, allein weil es materiell so viel Gebautes gibt, mit dem müssen wir umgehen. Das setzt sich ja jetzt auch schon sogar bei Investorenprojekten durch, dass es immer schwieriger wird, Häuser abzureißen. Das heißt, die Tatsache, dass Häuser lange dauern und darin auch ihre Zukunftsfähigkeit liegt, das ist etwas, was mich sehr interessiert und führt eben auch dazu, Entwurfsentscheidungen darauf hin zu prüfen. Also dieses Interesse an einer langfristigen Gültigkeit, das ist etwas, was mich sehr interessiert und was, glaube ich, auch irgendwie notwendig ist, um eine, es kommt ein schwieriger Begriff, eine verantwortliche Entwurfslehre zu lehren. Also diese anachronistische Eigenschaft von Häusern, die wir aber brauchen, damit unsere Städte, dass wir, gerade die europäische Stadt lebt ja davon, dass es eben ganz unterschiedliche Gegenwärtigkeiten gibt und dass eben die Häuser auch älter sind als wir. Das sitzt, glaube ich,
sehr tief und ist ein Merkmal des Bauens, die Permanenz, die auch, glaube ich, am Ende vielleicht auch durch so glänzende Figuren wie Frei Otto nicht ganz vertrieben werden können, dass das Bauen etwas mit Langfristigkeit zu tun hat. Und ja, und diese Frage ist, glaube ich, für die Zukunftsfähigkeit, glaube ich, auch entscheidend. Ja, vielen Dank. Mit ein Grund, weshalb ich die Stuttgarter Schule oder Stuttgarter Schulen oder unsere Fakultät 1 Architektur und Stadtplanung heute thematisieren wollte in ihre Geschichte, Gegenwart und Zukunft, ist eben auch folgender. Man muss gar nicht weit gehen, nämlich schlicht und einfach nur nach München, um festzustellen, oh, da gab es mal eine Architekturfakultät an der TU München, die gibt es jetzt nicht mehr. Die Architekturfakultät ist aufgelöst worden aus verschiedenen hochschulpolitischen Gründen. Und das, was früher die Architekturfakultät war, ist jetzt in München aufgegangen in einer größeren School for, ich habe jetzt den exakten Namen nicht parat, aber da taucht ja das Wort Architektur nicht mehr auf. Ne? Sehr zur Enttäuschung viele Architektinnen, Architekten und auch Historikerinnen und Historiker. Die Frage, die ich mit uns jetzt abschließend diskutieren will, ist, wie zukunftsfit ist denn eurer Ansicht nach die Architektur als universitäre Disziplin? Ich denke, hier müssen wir vielleicht auch einen Begriff wie künstliche Intelligenz mit ins Spiel bringen. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass es eine Architekturfakultät noch in 20 Jahren gibt? Ich weiß, wir sind alle keine Hellseher, aber Christine, vielleicht magst du mit deinem an Futurologie geübten soziologischen Blick den Start machen. Dein Mikrofon bitte anschalten. Danke. Immer wieder das Gleiche. Ja, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ne? Das ist ja ein bekanntes Helmut Vermut. Schmidt hier. Ja, genau. Aber das ist jetzt, da ist schon was dran. Weil, das hat Markus Eimann ja auch schon angerissen, wir wissen nicht, wie die Zukünfte aussehen werden. Und es ist ja nicht nur dir aufgefallen, sondern allen, es wird ja nicht mehr von der Zukunft gesprochen, sondern auch Zukünfte wird in der Vielfalt dann definiert, weil es natürlich unklar ist, ganz davon abgesehen, keiner weiß, wann die Corona-Krise wirklich zu Ende sein wird und was dann darauf folgt. Wir wissen nicht, wie wir das Klimaziel erreichen sollen bis 2050. Wir wissen nicht, ob sich dieser Irrsinn des autonomen Fahrens, was ja schon als Begrifflichkeit Quatsch ist, wie das in der Technologieentwicklung weiter in die falsche Richtung getrieben wird. Und ich denke, wir können nur in der Fakultät Punkte sammeln, Aspekte benennen, die wir relevant finden für die Zukunft. Und da kann ich für mich ganz klar sagen, auch gerade in dem Denkprozess, der ja jetzt in dem Kontext, in dem ich agiere, vor allen Dingen auch in der Ring-Vorlesung stattfindet. Und das ist, was auch die Studierenden aus meiner Sicht immer stärker thematisieren, das ist alles das, was mit der Klimakrise verbunden sein wird. Und da ist natürlich das, was hier auch genannt wurde, umwelt- und sozialverträgliches, gerechtes Bauen. Und da ist natürlich die große Frage, wie weit wird es der Fakultät gelingen, diese Aspekte auch in die Lehre einzubringen und in die Forschung. Und ich meine, dieses Exzellenzcluster ist ein hervorragender Wissenschaftserfolg für die Fakultät. Aber ich sehe die Verknüpfungspunkte noch nicht zum Klimawandel und zu den ganzen Fragen, die uns wirklich ganz akut und dramatisch jetzt eigentlich beschäftigen müssten. Anna, bitte, das meinte ja. Ich eben auch mit der Kontroverse in der Fakultät und dass ich das gar nicht konsensorientiert so wahrnehme. Okay, danke, Christine. Hanna, bitte. Ja, also zu diesem Punkt, also was ist dieser, also das hat nicht direkt mit dem Cluster zu tun, aber doch ein Link dafür. Also mein Professor ist eigentlich schon eine Reflexion, oder warum ist das überhaupt gegründet? Es ist neu gegründet seit 2016 und das ist schon eine Reflexion für diese Klimaschutzstrategien und der Versuch, das schon lokal bei uns an Fakultät, das mit zu verknüpfen durch ein Professor, was heißt,
biobasierte Materialien und Stoffkreisläufe in der Architektur. Also das ist schon in der Richtung Klimaschutz und ein Versuch dann, also wirklich ein Szenario zu finden, wie kann dann dieser Weg oder diese Richtung in der Architektur die Zukunft oder nachhaltige Architektur schon einen Weg in der Richtung Forschung und Lehre dann beibringen kann, hier in Stuttgart bei unserer Fakultät. Also in die Richtung, das hatten wir schon ein bisschen bewegt und das ist vielleicht durch diese Professur unter anderem natürlich schon ein Kleinschritt vielleicht in die Richtung. Markus, möchtest du vielleicht an dieser Stelle auch als Münchner Architekt, der sicherlich auch beobachtet, was an der TU München los ist, magst du vielleicht aus deiner Perspektive eine Antwort geben oder eine Prognose wagen, auch als Mitglied übrigens der Strukturkommission, ob es die Architekturfakultät in 20 Jahren noch geben könnte und wenn ja, wie sie sich vielleicht verändern sollte? Hast du mir natürlich gleich ein schlechtes Gewissen gemacht, dass ich gleich schon die Strukturkommission mich verabschieden und daran arbeiten. Ich glaube, es ist, also ich bin skeptisch, dass es noch eine Architektur- und Stadtplanungsfakultät gibt, muss ich wirklich sagen, in 20 Jahren, weil ich glaube, das werden übergeordnete Ziele formuliert werden müssen, zu denen sich dann bestimmte Disziplinen unterordnen, die gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Also wenn das die Priorisierung und die Dramatik weiter bekommt, und sie muss es ja scheinbar wohl bekommen, die sich derzeit abzeichnet, dann kann ich mir fast nicht mehr vorstellen, dass man das in getrennten Disziplinen abhandeln möchte oder müsste. Auch wenn ich mich persönlich da sehr wohlfühle in dieser Abgetrenntheit, aber man muss es doch konstatieren, dass es vielleicht ein wenig daseinsfremd ist. Und von daher glaube ich, wird es Energie in Schnittmengen geben. Ich glaube übrigens auch, unser Cluster ist sehr wohl in der Lage, da einige Fragen zu formulieren, weil es geht natürlich nicht nur darum, dass man es machen kann, also dieses computergesteuerte Bauen und Entwickeln von Gebäuden und dann das schnellere Produzieren, sondern es geht natürlich auch darum, dass man das ökologisch mit dem Minimum an Ressourcen tut, mit dem Maximum an Effizienz. Und da gibt es schon, glaube ich, Themen, die da reinspielen in unser Cluster und die auch zukünftig sind. Aber ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr uns alle Disziplinen, die sich bisher so abgegrenzt haben, fast so unsere Stände, die es ja mal gab, ne, den Juristen, den Arzt, den Architekten, alle diese Abgrenzungen gehen sukzessive verloren. Und ich glaube, es ist auch wirklich ein bisschen zukunftsfremd, dass diese Abgrenzungen weiterhin da sind. Die große Frage ist natürlich, wie man das trotzdem dann aus all diesen Überlegungen und diesen, es wird ja immer nach Schnittstellen gefragt und nach Synergien und nach Agilität, sich anderen zu öffnen. Am Ende muss aber dann doch auch irgendjemand Entscheidungen treffen, um Häuser zu bauen, um ökonomische Mittel umzusetzen, muss Verantwortlichkeiten übernehmen. Und das könnten dann doch wieder diese Architekten und Stadtplaner sein. Aber ich habe das Gefühl, das Feld, was vorher aufgemacht werden muss, um zu Entscheidungen zu kommen und wirklich valable und zukunftsfähige Gebäude zu erstellen, in Wissenschaft, in Forschung, und das muss sehr groß sein. Und da, glaube ich, wird es sich mehr öffnen müssen. Das ist so mein Bild. Aber mehr möchte ich da spekulativ. Jedes Gebäude ist schon eine Spekulation auf die Zukunft, die du übrigens nach 10 Jahren, wenn du dein eigenes Gebäude 10 Jahre später anguckst, denkst du schon, okay, das habe ich vor 10 Jahren so entschieden. Oder wir, ein Team, irgendwer hat es entschieden. Und das ist das Ergebnis. Ist es noch irgendwie wirklich gültig? Und da wissen wir ja auch, dass diese Gültigkeiten überraschenderweise bei manchen Gebäuden enorm sind, bei anderen, wo du dachtest, die stehen ein Leben lang gültig da, die wirken schnell veraltet. Vielen Dank, Markus. Klaus, als Historiker bist du ja bekanntlich nicht nur ein Experte für Vergangenheiten, sondern auch ein Experte für vergangene Zukünfte. Magst du vor diesem Hintergrund vielleicht eine Prognose wagen, ob es eine Architekturfakultät, vielleicht Stuttgarter Schulen, in 20 Jahren noch geben könnte? Ja, bislang konnte die Uni, die Fakultät immer wieder verhindern, dass Übergriffe seitens der Fakultät 2, auch Ideen aus dem Rektorat heraus, nicht realisiert worden sind. Das war eben zu einer anderen Fakultät oder wie es andere Hochschulen, Karlsruhe zum Beispiel, seit einiger Zeit haben, dann so Umweltgestaltung oder so die Gesamtbereiche zu bilden. Ich denke, dass wir durch unsere Forschungsstärke da immer auch argumentieren können, dass das ein Grund ist, auch weiterhin forschungsstark zu bleiben, um als Fakultät bestehen zu können. Das heißt, auch eine genügende Anzahl von Professuren verteidigen gegenüber vielleicht Begehrlichkeiten aus anderen Bereichen. Ja, über 20, ne? Ganz wichtig. Ja, es muss immer über 20 sein, genau. Ja.
Und andererseits glaube ich, dass das, was Markus angesprochen hat, diese Öffnung zu anderen Bereichen hin. Da bin ich, mache ja meine IBA-Job an der Fakultät oder an der Uni, kriege ich ja viel von anderen Fakultäten derzeit mit und was da alles im Freien unter den Fakultäten, nicht nur zwei, sondern auch Verkehrswesen oder Elektrogeschichten, Campus hoch I und was da alles läuft. Das sind letztlich alles auch städtebauliche Themen und Architekturthemen, die da verhandelt werden. Und da spielt die Fakultät leider nur eine sehr, sehr kleine Rolle. Und ich glaube, das sind Felder, die wir uns erobern müssen, um dann nicht doch irgendwann unterzugehen. Also es geht nur, indem man sich zusammenschließt mit anderen und gleichzeitig eben unsere Spezifikum, so wie Markus das eben gesagt hat, was eben Städtebau und Architektur wirklich ausmachen. Denn wir brauchen auch eine gestaltete Umwelt, die nicht nur irgendwelche Kenndaten befriedigt, sondern eben auch, ich habe es neulich gelernt, den Begriff, das subjektive Wohlbefinden steuert und uns ermöglicht. Und das kann letztlich nur Architektur und nicht irgendwelche Kenndaten, die uns vielleicht von der Politik oder sonst wo hervorgegeben werden. Aber es geht nur im Zusammenschluss mit den anderen Bereichen, die sehr offen sind für alles, was an Ideen reinkommt. Aber man muss eben auch auf die zugehen. Die kommen nicht von selbst. Ja, vielen Dank, Klaus, für diese Erinnerung. Ich sehe jetzt keine dringenden Wortmeldungen, blicke gleichzeitig auf die Uhr und stelle mit Erschrecken fest, dass wir schon fast anderthalb Stunden diskutieren. Ich glaube aber, dass die Ausführungen eben von Klaus und Philipp waren auch schon ein ideales Schlusswort und schlage vor, dass wir an dieser Stelle stoppen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken, bei Christine Hannemann, Alexander Schwarz, Hanna Dahi, Markus Allmann und Klaus-Jan Philipp. Ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bei meinen Kollegen Leonard Herrmann und Philipp Krüppel bedanken, die im Hintergrund diese Sendung einmal mehr möglich gemacht haben. Ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Unterhaltung. Und ich freue mich auf die hoffentlich baldige dritte Ausgabe unsere Sendung Stuttgarter Schule. Vielleicht müssen wir diese Sendung auch irgendwann mal umbenennen. Vielen Dank jedenfalls an dieser Stelle und bis bald. Schönen Abend allen. Schönen Abend, vielen Dank. Tschüss, danke, Stefan. Danke.